Hallo, bin ich mit Angelo Mörske? Wie bitte? Das heißt, Tesla, ja? ja, das steht bei Ihnen bestimmt Tesla API, aber API ist nur eine Umschreibung für eine Schnittstelle. Das dürfen Sie da nicht mitlesen, weil wenn der Kunde hier bei Ihnen was einträgt, dann sieht er ja nur die Tesla-Webseite. Und dann geht man davon aus, dass Tesla auch gemeint ist, aber nicht Tesla ab. Alles schon erledigt. Unser Spanferkel hat da gesagt, jetzt ist Schluss hier. Können wir jetzt alle wieder. Naja gut, wir müssen jetzt noch den Gesichtsschlüpper tragen, aber ansonsten ist ja alles Also, schon zu Ende. hier kann ich so einfach zu kommen, ja? So, weil Also, sonst ich kann ich verstehe ja auch nicht, bei was Sie jeder meinen. anderen Bank einfach mal so vorbei. Das ist keine Aber Bank. ist ja lustig, dass Sie von zu Nein. Hause telefonieren und da sind so viele Leute im Hintergrund. Haben Sie die alle zu sich nach Hause Okay, geholt? dann wünsche ich schönen Tag, okay? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch den Angelo Merte mitgebracht. Ja, ein neuer Charakter hier auf diesem Kanal, den wir in Zukunft des Öfteren mal hören werden. Aber keine Sorge, der Gerold Steiner bleibt uns natürlich erhalten, denn dafür wird immer noch angerufen, obwohl der gar nicht mehr angemeldet wird. Naja, so ist das halt mit den ganzen Betrugs-Callcentern. Die versuchen es auch mit alten Datensätzen immer mal wieder. Aber zwischendurch gibt es auch mal was Erfrischendes Neues. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Betrugsanruf. Hallo, bin ich mit Angelo Mörske? Wie bitte? Bin ich Angelo Mörske? Ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Können Sie das bitte noch mal deutlich wiederholen? Also, ich frage nach Ihrem Namen, Angelo Merte, ja? Ja, Angelo Merte, ja, genau. Angelo, okay. Also, melde mich von Swissbank. Sie haben unsere Werbung Tesla abgesehen, also auch für diese Werbung Interesse geäußert und deswegen, Sie sind online auf unserer Webseite. Ja, Ich bin Ihr Kontomanager. das heißt aber Bitte? nicht Tesla ab. Was heißt denn das? Das heißt, Tesla, ja? ja, da steht bei Ihnen bestimmt Tesla API, aber API ist nur eine Umschreibung für eine Schnittstelle. Das dürfen Sie da nicht mitlesen, weil wenn der Kunde hier bei Ihnen was einträgt, dann sieht er ja nur die Tesla-Webseite. Und dann geht man davon aus, dass Tesla auch gemeint ist, aber nicht Tesla ab. Ah, okay. Na? Okay. Herr Angelo, also am Angelo Anfang sind Merte. Sie Angelo Merkel, ja. Haben Sie irgendwelche Erfahrung im Bereich des Handels? Also haben Sie gehandelt? Nö, gar nicht bis jetzt, nein. Und Sie? Also ich bin Kontomanagerin. Ich mache alles mit Autotrader, ja. Ach so, Ich also haben habe Sie davon gehandelt. Ahnung dann? Ich habe ein bisschen Ahnung, ja. Na, ich glaube, die hat gar keine Ahnung. Aber das wird sie uns hier im Laufe des Gesprächs noch bestätigen, denke ich mal. Tja, wie so viele Callcenter ist das hier nichts anderes als Betrug. Die wollen einfach nur an eure Kohle, aber Sinn und Verstand steckt da überhaupt nicht dahinter. Den Beweis dazu, den liefern die ganz am Ende, wie immer eigentlich, komplett selbst. Naja. Ja, Aber wie viel Geld machen Sie damit so die ganze Zeit? also ich mache deswegen mit Autotrader, weil ich keine Zeit habe. Und wissen Sie was? Ja. Also für mich ist Autotrader sehr gut, weil Autotrader ist geeignet nicht nur für die Kunden, die Anfänger sind, sondern auch für die Kunden, die keine Zeit haben, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen und den ganzen Finanzmarkt zu analysieren. Ja, Ja. das klingt ganz gut, ja. Ja. Herr Merte, darf ich mal fragen Merte. dann, also Merta, entschuldigen Sie bitte. Also mit welcher Summe möchten Sie anfangen? So, bei uns Minimum ist mit 250. Oh, kann man nicht erstmal irgendwie mit einem Zwanni oder so? Also, und bei uns bekommen Sie 2 Testwochen, weil Sie anfänglich sind. Genau, ignorieren wir einfach, was der Kunde da am Telefon gesagt hat und lesen das Skript, was ich vor mir habe, ja, einfach skrupellos weiter. Man geht da erst gar nicht auf die Frage ein und man tut so, als wäre da jetzt nichts Wichtiges gewesen, das man hätte vielleicht beantworten können. Ja, macht man halt so, ne? Wenn man die Sprache überhaupt nicht versteht, dann antwortet man halt einfach nicht und reagiert nicht und macht dann da weiter. Und das bedeutet, also innerhalb 2 Wochen können Sie uns testen, mit Ja. unseren Dienstleistungen, mit Einzahlen, Auszahlen, mit Profit. Und falls Sie, also wenn Sie bei uns zufrieden werden, also danach möchten Sie weitermachen, entscheiden, also möchten Sie weitermachen oder nicht. Wenn bei uns nicht gefällt, Sie können ganz einfach Ihr Geld auszahlen, ja, jederzeit. Ja, das klingt auf jeden Fall unfassbar gut, ja? Und, ja, und
Herr Angelo Merkel, also Sie bekommen von unserer Seite ein vollautomatisches Software kostenlos. Also normalerweise sollten die Kunden dazu bezahlen und danach noch investieren, um Handel anzufangen. Mhm. Aber wegen Corona-Pandemie haben wir solche Promotion, also in dieser Woche. Mhm. Sie bekommen das kostenlos von unserer Seite und die ganze Summe, was Sie also bezahlen sollen, bekommen Sie als Startkapital. Also Sie bezahlen gar nichts, ja, das bedeutet. Also die Summe, die ich bezahlen soll, ist ein Startkapital, aber ich bezahle gar nichts. Mhm. Ja, dass ich gar nichts bezahle, damit hat sie recht. Ja, mit dem Rest, den sie da so von sich gibt, hat sie nicht recht. Ja, das ist gut, wenn ich gar nichts bezahlen muss, ja. Also Sie also verschieben von Ihrem Konto auf Ihr Handelskonto, also die Summe, mit welcher Summe Sie anfangen möchten. Also wenn Sie mit 250 anfangen möchten, bekommen Sie, wie ich Ihnen gesagt habe, ein vollautomatisches Software, ein Finanzexperten, der Ihnen dabei helfen wird und Schritt zu Schritt alles erklären wird, und zwei Testwochen. Mhm. Wenn Sie mit 500 anfangen, ja, also Sie bekommen einen Autotrader, Finanzexperten, zwei Testwochen und 50 Euro als Bonus, und mit 1000 bekommen Sie also alles und 100, also als Willkommenbonus. Also das ist ganz einfach Ihre Entscheidung. Ja, hatten Sie heute schon Stuhlgang? Was, wie bitte? Ob Sie heute schon Stuhlgang hatten? Stuhlgang hatten? Mhm. Was meinen Sie damit? Ja, nee, so hat das jetzt geklungen, was Sie gesagt haben. Aber okay, machen Sie ruhig weiter, ja? Wieder mal ein toller Beweis dafür, dass sie, ja, der deutschen Sprache eigentlich gar nicht mächtig ist. Ja, man sie aber da einfach ans Telefon getackert hat, damit sie so ein Skript ablesen kann. Und die Sprache, die sie da eigentlich spricht, naja, die liest sie halt ab. Aber das war's dann auch schon. Mehr kann die nicht. Okay, also mit möchten Sie das mit Kreditkarte oder ganz einfach mit der Hausbank machen? Kann man das nicht irgendwie mit Bargeld machen, dass wir das irgendwie... Mit Bargeld? Ja, mit Bargeld. Jetzt? Ja, wenn... Also, ja. Soweit ich weiß, jetzt alle Bänke sind zugeschlossen, ja? Ja, aber ich kann ja bei Ihnen vorbeikommen, dann zahle ich das bei Ihnen ein. Also, was kann ich für Sie tun, ja? Also, ich kann dann Bankdetail schicken. Also machen Sie ganz einfach Überweisung und schicken Sie Zahlungsbeleg oder Zahlungsnachweis, ein Foto, ja? Verstehe. Aber mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Na, wie gesagt, mit dem 20 würde ich gerne anfangen und mit Barzahlung. Okay, also für mich ist ganz egal. Okay, und zweites Wochen benutzen Sie unbedingt, ja? Also Sie möchten uns ausprobieren am Anfang, ja? Ja, ja, ich lutsche immer zum ersten Mal erstmal alles durch. Genau. Ja, also Sie sind sehr klug, das freut mich. Also Das bedeutet, dass Sie bei uns langfristig arbeiten werden. Also je mehr verdienen Sie, also desto mehr profitieren wir auch. Und na, das ist ja sehr interessant, dass sie mich für klug hält, nachdem ich ihr hier die ganze Zeit so eine schöne Antworten gebe auf das, was sie da machen will mit mir. Also ist klar, ne? Ich rede von Durchlutschen und sie sagt, sie merkt schon, ich bin da sehr, sehr klug. Ah ja, okay. Naja, dann wissen wir ja auf jeden Fall, welches Niveau in diesem Callcenter herrscht. Das ist für uns sehr wichtig. Das haben Sie okay, schön abgelesen, dann, ja. Okay, dann Herr Angelo, also Angelo Merta. Angelo Merta. Ich schicke Ihnen Merta. Genau. Ich schicke Ihnen unsere Bankdetails und also wenn Sie per E-Mail, ja, also ich überprüfe jetzt Ihre E-Mail, bei uns ist Anton, Nordpol, Gustav, Emil, Ludwig, Otto, Martha, Emil, Rudolf, Theodor, Emil, Epzeichen, Wolfgang, Emil, Bertha.d. Ist das richtig? Nee. Nee? Mm-mm. Okay, dann diktieren Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Die ganze? Also ja, aber möchten Sie also Ihre Daten, oder vielleicht haben Sie WhatsApp auf diese Nummer?
Nee, das ist eine Festnetznummer. Da habe okay, ich dann. Genau, und von WhatsApp solltet ihr auf jeden Fall auch die Finger lassen, wenn es um irgendwie Finanzgeschäfte oder was Wichtiges geht. Das regelt man nicht über WhatsApp. Es gibt natürlich auch Kundenservice über WhatsApp. Alles in Ordnung. Aber bei Bankgeschäften weiß ich nicht, ob man da unbedingt WhatsApp nutzen sollte, wo theoretisch jeder mitlesen könnte. Oder so. Ich weiß es nicht, aber gebt auf jeden Fall nicht eure WhatsApp-Daten da an und schon gar nicht die Handynummer, denn dann haben sie noch mehr Daten von euch und noch einen Kanal, wo sie euch belästigen können. Und auf dem Handy, ja, da können sie euch dann ja rund um die Uhr belästigen. Nicht nur auf dem Festnetz, wo ihr zu Hause seid, sondern eben auch unterwegs. Und naja, man will ja, glaube ich, nicht, dass alle 5 Minuten das Telefon klingelt und man hier so einen tollen, ja, Trading-Vertrag oder wie auch immer man das nennen mag, an der Backe genagelt bekommt. Also auf jeden Fall keine WhatsApp-Daten, keine Handynummern, einfach so rausgeben. Dann, okay, dann diktieren Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ja, also der Vorname, Punkt Nachname ist soweit schon richtig und dann kommt ein @-Zeichen. Aha. Dann ein M wie zum Beispiel oder Merte und dann ein D wie Dora. Ja, genau, wie Dora. Dann kommen 2 C. Cäsar, ja? Ja, genau. Und dann ein F. Nochmal Zeichen. Ne, ein F wie Furzen. F. Ja. Friedrich oder Viktor? Nee, also dann nehmen wir den ersten. Friedrich. Ja. Und dann kommt ein U. Ru? Also ein F, ein U und dann ein N. Also Martha, Dora, Cäsar, Friedrich, Rudolf. Nee, den Rudolf, Ulrich. Den Rudolf, da kommt nur das U. Rudolf, Ulrich und Nordpol. Ja, das der Rudolf ist da falsch. Der hat's verlaufen. Rudolf ist falsch. Ja, Rudolf gehört da nicht hin. Rudolf muss weg. Also Friedrich, Ulrich, Nordpol. Ja, genau. Und dann ein Punkt, wie Punkt? Das Zeichen. Und dann DE. Also Deutschland, Emil. Ja, genau. Mhm. Also nochmal. Martha, Dora, Cäsar, Friedrich, Ulrich, Nordpol, Punkt, Dora, Emil. Ja, genau. Mhm. Also, okay, dann. Also so schwer war doch das jetzt nicht. Also ich meine, ich habe doch das gut durchbuchstabiert, oder nicht? Schicke ich Ihnen per E-Mail unsere Bankdetails, machen Sie ganz einfach Überweisung. Wie meinen Sie das? Also per Bank, ja? Und bitte schicken Sie auf diese E-Mail, wenn wir uns, also vom Swissbank bekommen Sie diese E-Mail auf Ihre E-Mail-Adresse. Na, aber ich dachte, ich bringe das Geld bei Ihnen selbst vorbei. Ja, bitte? Na, ich dachte, ich bringe das Geld vorbei. Was geht vorbei? Na, das Geld. Warum? Na, dachte ich jetzt so. Kann man da nicht vorbeikommen bei Ihnen? Jetzt? Weil dann nicht unbedingt jetzt ist ja schon spät, aber morgen vielleicht, dann komme ich da direkt zu Ihrer Filiale. Weil Sie rufen ja auch mit einer Berliner Nummer an, dann müssen Sie doch in Berlin noch sein, oder? Ja, also das ist Onlinehandel. Weil wenn ich dann kann ich ja vorbeikommen und dann mache ich so, wup, wup, werf die Fuffis in den Club. Also warum habe ich Ihnen gesagt, dass Sie meine WhatsApp benutzen? Weil, also wenn wir anrufen, können Sie uns nicht erreichen. Aber wenn wir nicht anrufen, ja, okay, können Sie uns erreichen. Aber per WhatsApp können Sie uns jederzeit anrufen und jederzeit erreichen. Weil das ist nicht Netznummer, sondern unsere also Geschäftsnummer. Und deswegen, vielleicht laden Sie ganz einfach WhatsApp also runter. Nee. Ist ja wieder herzallerliebst, dass er mir jetzt hier was ganz anderes erklärt hat, als ich gefragt habe. Ich habe gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Und sie erklärt mir, warum man ihre Telefonnummer wohl nicht anrufen kann. Ich habe keine Ahnung, aber naja. Wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass man die Nummer auch nicht zurückrufen kann.
Ich teste das zwar immer durch, aber naja, meistens kommt das Gleiche bei raus, dass man sie halt einfach nicht erreichen kann. Aber sie hat es hier schon fleißig von alleine erzählt, dass man die eben nicht erreichen kann und man immer darauf warten darf, dass die einen anrufen, in der Hoffnung, dass die Kohle noch nicht weg ist. Aber am Ende ist sie dann ja eh immer weg. WhatsApp will ich mir jetzt nicht runterholen. Ich dachte, ich kann bei Ihnen vorbeikommen, okay, in dem Laden da, dass ich Sie besuchen kann. Im Laden? Ja, im Laden. Das ist Online-Handel. Was für ein Laden? Da kann man Sie da nicht besuchen? Besuchen können Sie uns unbedingt nach der Corona-Pandemie. Jetzt, ja, die ist doch schon zu Ende. Ist doch jetzt hier alles schon erledigt. Unser Spanferkel hat doch gesagt, jetzt ist Schluss hier. Können wir jetzt alle wieder... Naja gut, wir müssen jetzt noch den Gesichtsschlüpper tragen, aber ansonsten ist ja alles schon zu Ende. Herr Angelo Merte. Merte. Also auf unserer Webseite steht unsere Adresse. Ja. Sie können uns unbedingt, bleiben Sie an der Leitung. Ich bleib auf der Linie. Hallo, Herr Merte, Sandra Schmidt ist am Apparat. Hallo, Herr Merte heißt das. Merte, Angelo Merte. Ja, ist doch egal. Also, Angelo Merte, ja? Merte. Oh je, das fängt ja hier schon super an. Also, und vor allem geht doch super weiter. Die Erste kommt mit mir jetzt nicht zurecht und versucht mich dann an der Kollegin loszuwerden, die die ganze Zeit schon im Hintergrund wohl irgendwie mitgehört haben muss, weil, ich meine, sie ging ja gleich ran. Die Story, die gleich kommt, ist noch der richtige Kracher. Naja, und dann ist es ja auch noch scheißegal, wie mein Name ausgesprochen wird, ne? So möchte man auf jeden Fall von seiner Bank begrüßt werden. Und das, ich weiß auch nicht, was ich da groß noch zu sagen soll. Also es wird immer verrückter hier mit diesem Callcenter und die wollen euer Geld haben. Und das auch gar nicht so wenig. Genau. Merte, okay. Sagen Sie mir bitte, was haben Sie nicht verstanden? Na, ich hatte jetzt die Frau gefragt, die gerade eben dran war. Kollegin Hanna Mannes. Ja, genau. Wie auch immer, ist ja egal. Und da habe ich gefragt, ob ich nicht vielleicht auch das Geld direkt in die Filiale bringen kann. Machen Sie Spaß oder was ist jetzt? Also, wenn Sie wissen, wie Finanzmarkt funktioniert, dann müssen Sie auch wissen, dass Finanzmarkt funktioniert mit online, okay? Und so. Was heißt so Fahrgeld? Also, Sie machen Spaß und ich habe keine Zeit dafür. Warum, ja, machen Sie Spaß? Ich finde das eigentlich nicht lustig. Ich dachte, ich werde beraten jetzt hier am Telefon. Und wieso soll ich jetzt Spaß machen? Das verstehe ich nicht. Nein, ich weiß nicht, warum Sie mit mir so reden. Also ich verstehe auch nicht. Vielleicht haben Sie so viel Zeit, aber ich habe nicht viel Zeit. Ja, ich habe viele Kunden und ich muss mit dem Kunden reden, genau, also dass Sie richtig Interesse auf dem Finanzmarkt haben. Ja. Sagen Sie mir bitte, möchten Sie Geld verdienen und Handel anfangen oder nicht? Ja, natürlich, deswegen telefonieren wir doch miteinander, okay, oder deswegen, nicht? Okay, deswegen schicke ich Sie per E-Mail unsere Bankdetails und wenn Sie Überweisung tätigen, können Sie mir Zahlungsnachweis auf Zürich schicken. Ja, alles das klar? Ist kein Problem, ja. Okay, wann? Schaffen Sie das morgen? Nö, das schaffe ich ja noch. Wenn das jetzt nicht mit vorbeigehen ist, dann kann ich das ja nur überweisen. Sonst hätte ich ja gesagt, komme ich direkt vorbei, weil dann hätte ich es auch in Bar einzahlen können. Wie kommen Sie vorbei? Wo sind Sie genau jetzt? Na, in Berlin, so wie Sie. Also Sie rufen mich ja mit einer Berliner Nummer an. Also wegen Coronavirus, wir arbeiten nicht von dem Office, sondern von zu Hause. Deswegen, es tut mir leid, aber Sie können nicht vorbeikommen, weil zuerst sind Sie auch nicht unsere Kunde und jeder kann nicht so einfach zu uns kommen, ja? Achso, also, weil sonst kann ich ja auch bei jeder anderen Bank einfach mal so vorbei. Das aber ist kein Bank. Ist ja lustig, dass Sie von zu Hause telefonieren und da sind so viele Leute im Hintergrund. Haben Sie die alle zu sich nach Hause geholt? Okay, dann wünsche ich schönen Tag, okay? Warum, du Betrüger? Ja, ich bin Betrüger, tschüss. Ja, ihr seid Betrüger. Ja, woher wissen Sie das, du Arschloch? Naja, so wie du sprichst mit mir, dann so reden nur Betrüger mit jemandem am Telefon. Ja, weil Sie haben so angefangen, ja? Tschüss. Ja, wir hören uns bestimmt nochmal. Bis später. Ja, was soll man dazu eigentlich noch groß anderes sagen als Betrüger? Ich meine, sie versucht sich hier im Kopf und Kragen zu reden, erzählt mir irgendeinen Blödsinn telefoniert von zu Hause aus, was ja offensichtlich nicht stimmt, da man im Hintergrund die Kollegen ja putzmunter hört und ich auch gerade mit einer anderen Mitarbeiterin gesprochen habe und ich nicht mal durchgestellt wurde, sondern das Telefon weitergereicht wurde. Wie geht denn das von zu Hause aus bitte? Also,
Das war ja wohl die schlechteste Ausrede schlechthin. An der Lautstärke im Hintergrund kann man ja auch ganz genau hören, dass es ein Callcenter war. Auch wenn es hier gut rausgefiltert ist und nicht mehr ganz so viel zu hören ist. Aber man hört ja, dass da andere Leute im Hintergrund sind. Also eine sehr schöne Geschichte. Und dann, sie auch diejenige, die hier beleidigend geworden ist. Ja, und nur weil ich sage Betrüger, ist es ja noch lange kein Grund, gleich ausfallen zu werden, denn Betrüger ist ja auch eine Tatsache hier. Und sie wird auf jeden Fall auch wissen, was sie da für einen Job tut, denn sonst wäre sie ja nicht so ausgerastet. Das ist halt immer wieder das Gleiche mit diesem tollen, sehr seriösen Unternehmen. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet. Am besten mit Glocke, denn dann wird es euch auch angezeigt, dass es ein neues Video gibt. Und jetzt seht ihr hier noch die Playlist zu allen anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.